Auch bei Katrin führt er aufgrund von Komplikationen nichts am Kaiserschnitt vorbei. Und auch bei ihr lagen die Nerven blank. Tapfer an ihrer Seite Kindesvater Mo, dem sie Töchterchen Nummer 2 schenkte. Die Mütter seiner beiden Kids, Edith und Katrin, waren einst beste Freundinnen. Einst. Schon vor der Geburt gab's viele Dramen. Der Vaterschaftstest war jetzt positiv. Und ich plädiere an eine Bitte, dass sie ihr Halbgeschwisterchen kennenlernt. Das läuft. Ich find's arschig, weil im Endeffekt ein Kind zeigen, nicht drum scheren und dann gleich das nächste machen, ist in meinen Augen absolut das No-Go. Hallo, schau, so schauen wir aus. Alles bestens. Katrin sowie Töchterchen Elara haben alles gut überstanden. Die kleine Maus ist mittlerweile 8 Wochen alt und hält ihre jungen Eltern auf Trab. Ich will jetzt nicht herlugeln, das ist okay. Jedes Mal beim Windelwechseln. Entweder sie pinkelt oder sie kackt. Genau, wenn du die alte Windel weggibst und die frische hingeben willst oder wenn genau die frische drunter ist. Genau dann kommt sie, entweder sie muss pinkeln oder sie kackt. Was reinkommt, muss halt auch wieder raus. Und rein kommt's frisch gezapft. Für mich ist das Wichtigste, weil es für mich aber irgendwo das Gesündeste und natürlich das Natürlichste ist. Ich bin kein Fan von dem Flaschenzeug oder der Zufuhr, dann so wie es ist. Stillen ist billiger und praktischer. Katrin scheint's fest im Griff zu haben. Und außerdem gibt's ja auch noch den Herrn Papa, also Doppeljung Papa Mo. Der hilft dir sicher auch mit, oder? Also zu 90% macht sie es. Mach mal 99% bitte draus. Ja, okay, mach mal 99% draus. Aber wenn du arbeiten bist, warum solltest du dann den Haushalt machen? Das habe ich da von Anfang an gesagt. Ja. Wenn ich daheim bin mit der Kleinen, kannst du ausschlafen. Du brauchst nicht mitten in der Nacht für die Kleine aufstehen. Das mache ich, weil du musst in der Früh auf und in die Arbeit. Und wenn der Haushalt gemacht ist, war das sie mindestens. So ist das nun mal als Hausfrau und Mutti. Und ist doch auch nicht so schlecht, dass Mo Geld nach Haus bringt. Ich bin halt wirklich mit der Elara von ihr arbeiten, ist zu 90% allein. Mhm. Du weißt eh, wie selten es ist, dass irgendeine Freundin kommt oder sonst was. Ja. Weil das hat sich gewaltig geändert. Aus der Bootsi kann man die meisten nicht mehr. Mutter sei ist zwar wunderschön, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich Mama bin. Die traurige Wahrheit ist aber, man wird sehr schnell allein. Die erste Zeit bist interessant. Ja, nicht du, sondern dein Kind. Mhm. Und das war's aber dann auch schon wieder. Wir bleiben in Wels, wobei Katrin und Mo mit dem Babyglück auch der Familienalltag eingekehrt ist. Probleme inklusive. Ging ja alles auch schon heftig los und hat auch die Beziehung auf die Probe gestellt. Schmerzen, Eislaufkollaps, Krankenhaus, Infusionen, Kaiserschnitt. Die Schwangerschaft war ja auch nicht gerade so easy, sage ich. Also da muss ich sagen, ist easy, wo sie auf der Welt ist, da war die Schwangerschaft nicht so easy. Mit den Vorwehen, mit dem Stress, mit den Problemen, dann der Hintergedanke vor der Fehlgeburt. Das ist ja bei dir schon die zweite Schwangerschaft? Ja. Ich habe einfach dadurch, dass ich ein Kind verloren habe, einfach die große Angst, sie jetzt zu verlieren. Ich habe sehr große Angst, dass da plötzlich ein Kind dort eintreten könnte. Ich habe nicht einmal in Mo 10 Minuten allein mit der Kleinen lassen. Ich habe mir zum Teil eingebildet, dass ich die Kleine rehren her, obwohl die tief und fest geschaffen hat. Bin ich so oft da schon reden wir gerade mit einem Gespräch. Hat die Kleine gerade gehört? Nein. Bist du da sicher? Nein, ich schaue lieber zur Sicherheit nach. Und das ist halt das, was einfach auch die Partnerschaft ein wenig, sag jetzt einmal, nicht zerstört, aber vernachlässigt geworden ist. Na, sagen wir so. Ich war einfach nur mehr Mitbewohner. Also wir waren wirklich wie Freunde. Es ist mir sogar dann öfters rausgerutscht, dort Schatz Mo. Skandal! Es ist nur um Trennung gegangen. Was ist nach der Trennung und hin und her? Ja. So weit ist schon gegangen.
Familienglück und Harmonie war eigentlich auch bei Katrin und Mo der Plan. Doch aller Anfang ist schwer und das Leben mit Baby muss sich erstmal einspielen. Aktuell geht alles ein wenig auf Kosten des Liebesglücks. Doch es wird besser. Ich habe das Partnersein sehr vernachlässigt, weil ich einfach nur mehr 24 Stunden Ilara. Du warst gar kein Partner mehr. Nein, ich war nur mehr Ilaras Mama. Ja, bis zum Teil jetzt auch. Es ist meine Tochter. Das ist okay. Mama sein ist keine leichte Aufgabe, sag ich mal. Das ist eine Aufgabe fürs Leben. So 24 Stunden Job. Erstens das und zweitens, nur weil ich jetzt als Partner komplett vernachlässigt wäre und hin und her, ist das für mich aber auch kein Trennungsgrund. Na, Gott sei Dank. Das wird schon noch, beziehungsweise wieder. Ist doch alles ganz normal. Oh, wir können es bitte. Lieben du die Tochter? Ja, hoffe ich ja wohl. Ja. Ich war halt nicht gerade der positivste, eingestellteste Mensch und ich bin liebend gern abgesichert. Ja. Und ich sehe den Krieg zwischen dir und der Elle und ich hab das gesagt, den will ich vermeiden. Aha, hier liegt das Problem also begraben. Immer noch geht's um die Ex, also um Edith, die Mutter von Moos erstem Kind. Wann hast du dir jetzt in dem halben Jahr um die Kleine gekümmert? Das ganze Geld von mir habe ich da lassen, damit du überhaupt nicht. Was hast du lassen? Ich diskutiere mit dir nicht. Das reden über das Jugendamt. Fertig aus. Jetzt kann man das dann am 28. lassen kommen. Ja. Weil langsam reicht es mir. Ich will, dass sie die Kinder kennenlernen. Mhm. Und vor allem, dass du die Kleine wieder hast. Das schon. Ich bin da schon so auf, besser gesagt, 180 mittlerweile, was die Frau betrifft. Weil sie einfach die ganze Zeit Ilara und mich in einen Streit einzieht. Ich meine, was ist das für eine Frechheit? Mhm. Ich ist schon Chloe schon unschuldig genug und sie tragt sich über die Chloe aus. Und jetzt zieht sie mich und Ilara auch noch ein, schimpft über sie. Tja. Und alles drum und dran. Was soll ich davon sagen? Die Kinder Chloe und Ilara haben sie bis jetzt nicht einmal kennengelernt, weil ich finde es so schade. Ich meine, das ist wirklich traurig und es macht mich einer Hinsicht so wütend, weil ich mir denke. Mhm. Sie war 4 Tage alt, wo Ellie erfahren hat, dass sie auf der Welt ist. Mhm. Was hat er für Schreiben gekriegt? Weil er hat einen Status gepostet, er freut sich, wenn sie die zwei Halbgeschwister kennenlernen. Was kriegt der als Antwort? Davon kann ich nur träumen. Mhm. Das geht mir einfach nicht mehr ein. Dass irgendwann steht's. Einfach die Vaterrolle einfach komplett aus den Händen gerissen wird, besser gesagt. Ich hab die Schnauze voll. Erstens, ich will, dass mein Kind ordentlich aufwächst. Ich will, dass mein Kind mit Vater und Mutter aufwächst. Nur weil ich mich mit meiner Ex nicht verstehe oder sie mit mir nicht. Was das ist ja mehr dass die Kleine darunter leiden muss. Na, was ist denn das bitte für ein Verhalten? Das ist pubertierender Teenager-Quatsch.